Zum Abschluss fehlt noch meine Reaktion auf die Serie A Prognose zur vergangenen Saison 23 24 und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Mal schauen, was ich da so fabriziert habe. Mein Gefühl ist, wenn ich die Tabelle so anschaue, dass ich ehrlich gesagt relativ viel richtig haben könnte, aber wahrscheinlich werde ich gleich wieder enttäuscht. Und auf Platz 20 als letzter und somit natürlich auch Absteiger ist für mich Cagliari Calcio. Wundertrainer Cagliari wurde 16., also schon noch in dem Bereich Abstiegskampf, aber schon ein klarer Unterschied, ehrlich gesagt. Jeri hat sie nach schlechter Hinrunde letzte Saison noch in die Playoffs und dadurch auch zum Wiederaufstieg geführt. Man hat kaum wichtige Spieler verloren und sich gut verstärkt mit zum Beispiel Petania, Shomorodov, Chatzidjakos oder Viteska. Dennoch ist man dem Rest der Liga qualitativ zu arg unterlegen, gerade im Mittelfeldzentrum und auf den Außenverteidigerpositionen sehe ich sie gar nicht gut aufgestellt, sodass es wohl direkt wieder runtergeht. Nee, also es hat gereicht, auch wenn es verdammt knapp war. Sie waren letztendlich nur einen Punkt vor Frosinone, sogar mit dem schlechteren Torverhältnis. Also das war schon knapp, dass sie die Klasse. Gehalten haben, 20 war aber doch ein wenig zu weit unten, da habe ich zu wenig in dem Kader gesehen, aber man muss auch sagen, dass die wirklichen Absteiger in Realität mit Sassuolo, mit Salernitana deutlich underperformed haben. Stimmt und wenn ich die gerade erwähne, dann merke ich, dass ich die wahrscheinlich auch deutlich höher habe. 19 ist für mich Empoli, nach starker Hinrunde war man. Empoli wurde 17. Letztes Jahr schon recht schwach in der Rückrunde mit Bayrami, also auch knapp am Abstieg vorbeigeschrammt. Die Parisi und Vicario hat man jetzt drei Schlüsselspieler verloren und kaum ersetzen können. Man hat ein paar Talente geliehen und erfahrenere Serie A Spieler geholt, aber nichts, was sie für mich auch nur ansatzweise verstärkt und über die restlichen Abstiegskandidaten setzt, weshalb sie für mich auf jeden Fall auch zu den Absteigern gehören. Ja, hier eigentlich genau das gleiche Thema wie bei Cagliari, nur dass ich zwei Plätze näher dran war. Auch da hatten sie schon einen schwachen Kader und andere haben underperformed und waren unter ihnen. Zum Glück für sie, dementsprechend zwei Plätze Unterschied. Vorhin bei Cagliari 4 geht noch in Ordnung. Auf der 18 und somit natürlich auch noch ein Absteiger. Danach haben wir es dann ist für mich erstmal Letsche. Die gelten schon Letzte. Na, bis jetzt gefällt mir das Ganze noch nicht so. Die waren letztendlich 14. waren auch ziemlich lange im Tabellenmittelfeld, haben eine stabile Saison gespielt. Hab ich schlechter erwartet als klarer Abstiegskandidat im zweiten Jahr in der Liga, auch weil man Kapitän und Top-Talent an Sporting abgegeben hat. Stimmt. Dennoch muss man sagen, sie haben letzte Saison die erwarteten Punkte underperformed und trotzdem die Klasse gehalten. Im ist weg, aber die meisten anderen Laien konnte man in permanente Transfers umwandeln und noch das nächste Riesentalent mit Mohamed Kaba von Valencian aus der Ligue 2 fürs Mittelfeld verpflichten. Natürlich ja, hat noch nicht ganz so funktioniert. Natürlich ein anderer Spielertyp wie Julmend, aber dennoch ein guter Transfer. Insgesamt wird es mit der Kaderqualität schwierig, auch wenn man sagen muss, dass die Mannschaft gut eingespielt ist und der Zusammenhalt stimmt. Ich erwarte einen erneuten Abstiegskampf und tippe sie jetzt mal auf Platz 18, wobei ich hier schon mal sagen muss, dass ich von Platz 14 bis 18 alle Teams eigentlich so ziemlich auf Augenhöhe sehe. Also da ist es schon sehr ausgeglichen und da können wirklich einige davon auch absteigen, während Ledge auch die Klasse halten könnte, aber ich habe mich jetzt mal darauf festgelegt und... Okay, 14 bis 18 sehe ich in etwa auf einer Höhe. Schauen wir uns gleich mal näher an, aber jetzt erstmal Platz 17. Worauf ich mich auch festgelegt habe, auf Platz 17 ist Hellas Verona. Nach der Überraschung. Ah, die wurden 13. Also bis jetzt läuft es noch nicht so. Aschenschwachen Vorsaison, wo man nur in einem Entscheidungsspiel gegen Spezia die Klasse halten konnte, gab es recht wenig Bewegung im Kader. Suazerda ist beispielsweise neu. Neutrainer Baroni hat zuletzt bei Lecce ja gute Arbeit geleistet. Mit Montipo hat man einen guten Torwart, aber ansonsten ja. sehe ich jetzt nicht viel in dem Kader, auch weil Leistungsträger wie Juric oder Lasovic nicht unbedingt jünger werden. Auf Platz 16 kommt für mich dann ein. Ah, das war's schon mit Hellas Verona gut habe ich ein bisschen unterschätzt, aber ja, auch in der Realität war das da verdammt eng. Platz 13 Verona hatte 38 Punkte, Frosinone auf der 18, die abgestiegen sind 35. Von daher hat es mich jetzt hier zwar schlecht erwischt, dass ich vier Abstand habe zwischen Tipp und Realität, aber es war schon ziemlich knapp. Ein weiterer Aufsteiger mit Frosinone Calcio ist ja er Frosinone auf 16, ja wurden 18, da kann man machen. Wären ja auch fast drin geblieben, waren eigentlich die komplette Saison über im sicheren Bereich und sind dann am letzten Spieltag noch unten reingerutscht ein unbekannterer Verein, würde ich mal sagen, in Italien. Dennoch auf jeden Fall ein sehr interessantes Team, denn unter Trainer Fabio Grosso ist man sehr souverän als Tabellenführer aufgestiegen, war eigentlich immer ganz vorne und dennoch hat man, ich weiß nicht warum, einen neuen Trainer mit Di Francesco, von dem ich nur bedingt überzeugt bin, weil seine letzte gute Station ja. schon länger zurückliegt. Das macht es mir aber umso schwerer, sie zu tippen, da ich den Kader bzw. vor allem die Neuzugänge sehr interessant finde. Mit Boloka haben sie einen wichtigen Spieler verkauft, aber mit Harui im Tausch auch gut nachgelegt. Ansonsten sind es wirklich gefühlt 1000 Laien mit unter anderem Okoli, Cedira, Renier, Lirola, dann Barine und Sule von Juve und auch Ibrahimovic von den Bayern, von denen man auch Juni Ablöse geholt hat. Für ja, gerade Sule war sehr stark, ist jetzt auch zur Roma gewechselt. Ich bin echt eine große Wundertüte, ob das so harmonieren kann, denn qualitativ ist das schon schwach. Man hat den geringsten kadermarktwert der Liga, aber mit dem eingespielten Stamm an Spielern vom Aufstieg und den neuen aufstrebenden Talenten kann ich mir auch vorstellen, dass es funktioniert und sie die Klasse halten. Leider knapp nicht, doch wenn es lange danach aussah, zwei Plätze Unterschied, machen wir weiter. Auf Platz 15 kommt bei mir dann Salernitana mit Paul. Ja, und das ist halt so ein Team, das schon deutlich underperformt hat, am Ende nur 17 Punkte komplett abgeschlagen, obwohl sie eigentlich schon die Qualität im Kader hatten, aber ja, da lief es halt überhaupt nicht. Sosa hat man einen Trainer, der so ziemlich das aus dem Kader herausholt, was drin ist, allerdings sehe ich. Ja, perfekt! <laughs> da hat sich direkt mal alles erledigt, was ich gesagt habe. Den Kader gar nicht mal mehr ganz so optimal. Klar, man hat Bulai Dia als absoluten Topspieler für deren Verhältnisse, aber genau die Verhältnisse sind halt... Da ah, muss ich gerade mal nachschauen, Dia war ziemlich lange verletzt, denn ich hatte jetzt gerade schon erwartet, dass er einfach eine schlechte Saison gespielt hat, aber dass der absolute Topspieler lange verletzt war, spielt er natürlich auch mit in den Abstieg. Schon recht schwach, wenn man den Rest des Kaders betrachtet. Daher wird man im Abstiegskampf landen, aber dank der Tore von Dia und vielleicht auch Candreva die Klasse halten können. Ja, Candreva hat seine Tore gemacht, an dem lag es nicht. Weiter geht's auf Platz 14 und wie gesagt, von Platz 14 bis 18 sehe ich alles recht eng beisammen und ebenfalls bei diesen Abstiegskandidaten. Jetzt fehlt eigentlich noch Udinese Calcio und auch Sassuolo, aber ich kann ja hier nur einen nennen würde ich halt eben noch Udinese Calcio nennen der Okay Udine und die wurden 15 also bis jetzt das nächste tatsächlich mit einem Platz Unterschied nach der überragenden Hinrunde letztes Jahr, da hat man ja zeitweise um Europa gespielt, ist man da schon stark eingebrochen und hat eine sehr schwache Rückrunde gespielt und jetzt noch den wohl wichtigsten Spieler mit Zielspieler Beethoven vorne drin an Everton verkauft. Mit Brenner und Luca hat man da zwei potenzielle Nachfolger geholt, die aber im Hier und Jetzt noch lange nicht auf dem nötigen Niveau sind. Zudem wurde mhm. Besau verkauft und ich sehe diese Saison eine ganz schwere für das Team von Sotil, das aber dennoch die Klasse halten sollte. Erst ja, Sotil wurde entlassen, die Klasse haben sie dennoch gehalten und die Prognose hat eigentlich ziemlich gut hingehauen, ehrlich gesagt. Und ja, in Italien gibt es ja drei Aufsteiger und jetzt kommt der dritte im Bunde auf Platz 13 mit Genua. Trainer Chiladino hat... Genua hatte ich auf 13, okay. Also ich wusste, dass ich sie relativ hoch habe, hätte sogar er erwartet noch höher. Und dass Sassuolo immer noch nicht kam, beunruhigt mich jetzt ein wenig hat sie zum direkten und recht souveränen Wiederaufstieg auf Platz 2 in der Serie B geführt. Nun wurde der Kader erneuert man hat Spieler geholt, von denen man niemals erwarten würde, dass sie zu einem Aufsteiger wechseln würden, mit Retegui, Messias, Aaron Martin, Malinowski oder Torsby, also wirklich überragende Spieler für einen Abstiegskandidaten, was sie meiner Ansicht nach aber nicht wirklich sein werden in der kommenden Saison, denn ja. diese Spieler müssen sich natürlich erstmal zusammenfinden, aber falls das zeitnah passiert, kann man definitiv im sicheren Mittelfeld mitspielen, ähnlich wie Monza im Vorjahr, die ja damals auch Aufsteiger waren, und wenn wir... Ja, eine sehr gute Prognose, würde ich sagen. Also Genua, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, in der Realität auf der Elf dann, ziemlich sicher im Mittelfeld, nichts mit Europa zu tun, aber auch überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf, also ziemlich so wie ich erwartet habe. Und ich glaube, jetzt kommt tatsächlich eine Punktlandung, denn ich leite ja gerade zu Monza über und die wurden in der Realität Zwölfter und jetzt kommt Platz 12 gerade davon sprechen, gehen wir weiter auf Platz 12, denn da kommt tatsächlich AC Monza. Na, Perfekt, also jetzt mal eine Punktlandung gut. Nach einem für einen Aufsteiger überragenden, aber dennoch zu erwarten gewesenen Platz 11 in der Vorsaison. Habe ich damals ja vor der Saison tatsächlich richtige Tipp. Wird man nun in. Oha! Also Monza back to back, genau richtig Punktlandung. Na dann mal schauen, wie ich sie nächste Saison prognostiziere. Werden sie ja genauso finnischen, wie ich es sage in ähnlicher Tabellenregion sich erstmal etablieren müssen und nicht direkt weiter marschieren. Denn auf dem Transfermarkt hat man zwar nun einiges Geld ausgegeben, aber vor allem für die Leihspieler der Vorsaison um Pessina und einige weitere. Abgegeben hat man nun Petania und Carlos Augusto, aber dennoch auch weitere Spieler verpflichtet, die auch in die Transferpolitik mit erfahrenen Serie A-Spielern passen, mit unter anderem Gagliardini oder D'Ambrosio, die sie aber nicht auf ein höheres Niveau heben, sondern eher einen erneuten Mittelfeldplatz absichern. Ja, komplett richtig, aber es fehlt immer noch Sassuolo. Ich hoffe jetzt... Einen Mittelfeldplatz wird laut meiner Prognose ebenfalls das wolo Ja, ja, gut. Immerhin. Also freuen kann ich mich darüber nicht, denn die wurden 19. und sind am Ende abgestiegen. Also, ja. Auf Platz 11, denn nach der doch eher enttäuschenden Vorsaison hat man einige Spieler abgegeben, sich aber auch mit einigen eher talentierten Spielern verstärkt und somit recht gut für die neue Saison unter Dionysi aufgestellt. Man hat weiterhin einen Berardi und ein Lorienté ist weiter in seiner Entwicklung, weshalb man erneut im Mittelfeld... Ja, Berardi war halt sehr lange verletzt. Vor allem auch am Ende. ...landet ohne allzu großes Potenzial nach oben oder nach unten. Auch ja, also acht Plätze Unterschied ist schon sehr hart. Da lag ich komplett daneben. Man kann natürlich sagen, dass niemand erwartet hätte, dass sie absteigen. Das stimmt soweit auch. Aber elf war, glaube ich, schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Da hätte ich eher auf das untere Tabellenmittelfeld schielen müssen vor der Saison. Aber da kann man es natürlich nie wissen. Und irgendwie muss ich es ertippen. Auf Platz 10 ist für mich dann der FC Turin. Ivan Juric macht da als Trainer... Nein. Die wurden neunter, aber ich glaube, ich sag hier auch was, die wurden die vergangenen Jahre immer zehnter und waren auch die Saison über fast immer auf Platz zehn, am Ende dann neunter. Ich glaube, ich erwähne es jetzt auch gleich hat einen guten Job konstant im Mittelfeld dank guter ausgewogener Kaderqualität in allen Mannschaftsteilen. Jetzt hat man Singo und Aina verloren, dafür aber auch gute Spieler wieder reingeholt mit Belanova, Sasonov oder den Laien von Soppi und Zapata von Atalanta. Sie sind für mich die Definition von Platz 10 und ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, sie wurden die Le Ja gut, Zapata war ganz stark, Soppi war dann plötzlich in der Rückrunde bei Schalke in der zweiten Liga. Drei Saisons jeweils Zehnter und ich habe sie jetzt unabhängig davon tatsächlich erneut auf Platz 10 getippt. Ja, wie gesagt, ich habe häufig, wenn ich die Serie A-Tabelle angeschaut habe, sie waren fast immer Zehn, da dachte ich, gut, ich bin perfekt auf Kurs. Letztendlich war es ja auch fast so, sie waren sogar punktgleich mit Napoli, die Zehnter wurden und oh, hatten sogar das schlechtere Torverhältnis und erzählt der direkte Vergleich. Also ja, ich habe es eigentlich schon ziemlich gut getroffen. Kommen Wir in den einstelligen Tabellenbereich und auf Platz 9 sehe ich dann Bologna. Die letzte Saison war schon sehr vielversprechend. Seit... Mmh, ja, ja. Ich hatte sie jetzt eher so auf Platz 8 erwartet, aber 9 geht auch noch klar. Zum Glück wurden sie als Überraschungsmannschaft am Ende nur Fünfter. Also in Hinsicht auf meinen Tipp waren ja lange sogar auf Kurs für Platz 3. Diago Motta als Trainer übernommen hat und ich glaube, er wird die Mannschaft noch weiterentwickeln. Die Abgänge sind schmerzhaft. Ja, das hat er auf jeden Fall. Mit den Offensiven Anautovic und Barrow bzw. Srauten und Dominguez aus dem Mittelfeld. Dennoch sind die Neuzugänge top mit Christiansen, Freuler, Boykema und vor allem auf dem Flügel mit Carlsson, Salemakas und Ndoy. Alles in allem sollten ja. sie im sicheren Mittelfeld landen, je nachdem, auch in den Top 10. Ja, Top 10 auf jeden Fall. Da würde ich aber sagen, trotz der vier Plätze Unterschied zwischen Tipp und Realität bin ich da recht zufrieden. Die hat fast keiner in den europäischen Plätzen erwartet. Zwar auch nicht ganz weit unten, aber mit Platz 9 kann ich da noch leben. Auf Platz 8 ist für mich dann AC Florenz. Seit Italiano mit seinem sehr... Oh, Punktlandung, nice ansehnlichen Spielstil im Amt ist, wurde man zweimal Siebter und einmal Achter. Ich denke, man wird wieder um den Dreh mitspielen, trotz erneuter Aha. Dreifachbelastung mit der Conference League und den Abgängen von Amrabat, Cabral, Igor und Jovic, da man einen eingespielten Kern hat und sich auch gut verstärkt hat mit Beltran, Parisi, Nzola, Arthur, Mina und Maxim Lopez, um mal nur ein paar zu nennen. Einzig im Tor jo. sehe ich eine kleine Schwachstelle mit Christensen von der Hertha bzw. Terracciano. Ja, die sehe ich grundsätzlich auch, aber man muss festhalten, dass Terracciano, was die letzte Saison angeht, schon sehr stark war im Tor. Auch wenn ich an sich kein Fan von ihm bin, aber grundsätzlich Florenz perfekt eingeschätzt, ehrlich gesagt, kam wieder ins Conference League Finale, leider wieder verloren, in der Liga auch immer um den Dreh mitgespielt und am Ende halt wieder Achter geworden. Aber tatsächlich das dritte Mal in Folge bei der Conference League dabei, weil die Serie A wie Deutschland ja noch einen zusätzlichen Startplatz bekommen hat für internationale Spiele. Dementsprechend passt hier die Einfärbung nicht so ganz. Platz 5 ist Champions League, 6 und 7 Euro League und 8 eben auch noch Conference League. Aber das konnte ich vor der Saison natürlich noch nicht wissen. Auf Platz 7, also quasi das schlechteste der 7 Top-Teams der Liga, wäre für mich in dieser Saison als Rom. Man hat letztes Jahr die zweite. Oh, Rom! Also geht klar, weil die wurden Sechster in Realität. Ich hatte jetzt eher mit Neapel oder mit Lazio gerechnet, die in Realität Siebter wurden, aber Rom ist auch in Ordnung. Die Saison in Folge, die underlying numbers, also expected points, underperformt und ich sehe nicht, inwiefern es sich jetzt doch ändern sollte. Mourinho kann sie zwar für die K.O.-Spiele top motivieren, aber er schafft es nicht, den Spielern einen klaren Plan mitzugeben, um individuell schwächere Gegner in der Liga überlegen zu bespielen. Wurde ja auch dementsprechend entlassen und unter der Rossi hat es schon deutlich besser funktioniert. Ich verstehe nicht, warum man Ibanez den Innenverteidiger so leicht hat ziehen lassen und auch Matic war eigentlich noch recht wichtig. Neuzugänge sind mit Lukaku, Sanchez, Endika, Paredes, Aoua, Christensen und Asmun zwar allesamt gut, aber auch verletzungsanfällig ja. und jetzt nicht unbedingt Spieler, die sie auf ein neues Niveau heben, weshalb Stimmt. ich der Roma keine gute Saison attestiere. An sich richtig, es gab dann halt den Trainerwechsel, dann hat es deutlich besser funktioniert und harmoniert. Auf Platz 6 letztendlich bin ich aber ziemlich nah dran mit einem Platzunterschied. Auf Platz 6 sehe ich dann Atalanta Bergamo. At Ach. Und jetzt kommt tatsächlich Bergamo. Wo hatte ich denn Lazio? Weil Neapel hatte ich glaube ich auf fünf. Wenn ich mich richtig erinnere. Wahrscheinlich nicht. Aber Lazio hatte ich so gut. Krass. Aber gut, erstmal Bergamo wurden am Ende sogar noch vierter. Haben die Europa League gewonnen. Also eine sehr starke Saison. Meistens habe ich die eigentlich besser eingeschätzt, wie sie dann letztendlich wurden. In dem Fall haben sie sogar in der Liga letztendlich auch noch sehr überzeugt. Atalanta ist grundsätzlich nicht mehr unbedingt das, was es mal war, zumindest spielerisch. Dennoch hat man sich jetzt wieder für die Europa League qualifiziert letztes Jahr. Das ist jetzt erstmal ein hartes Statement, wenn man auf die Saison dann im Nachhinein schaut. Und den Kader jetzt auch verstärkt. Den Abgängen Heulund, Mähle, Boga und Demiral stehen neu zu. Aber grundsätzlich bleibe ich dabei, mit Ball waren sie schon mal attraktiver. Vor allem gegen den Ball waren sie extrem stark. Vergangene Saison hat man ja dann auch dementsprechend im Europa League-Finale gegen Leverkusen gesehen. Auch wenn es trotzdem eine sehr starke Saison war, offensiv mit Coop Miners, skamaka De Kettelare oder Lukman. Gänge um Gamaka, El Bilal Touré, De Ketelare und Kolasinac gegenüber. Man wird wohl eine ähnliche Saison wie im Jahr zuvor spielen, also mit einigen schwachen Spielern und dennoch siegen, dank der individuellen Qualität. Klar, ich will ich jetzt nicht allzu schlecht reden, aber wirklich schön ist der Fußball von ihnen nicht mehr. Dennoch finde ich auf jeden Fall, dass die Qualität... Boah, das war schon sehr hart, die Worte. ...Qualität da ist, dass sie auf jeden Fall in der Top 6 landen könnten, aber mal schauen. Ja, wie gesagt, zwei Plätze Unterschied. Machen wir weiter. Auf Platz 5 kommt bei mir Lazio Rom. Lecker, okay, Neapel auf Platz 4 dann wahrscheinlich. Macht im Nachhinein Sinn, weil sie ja Meister waren damals, aber ich hatte sie schon schlechter erwartet. Aber wenn du einen Meister schlecht erwartest, dann gehört er an sich trotzdem noch in die Champions League Plätze. Jetzt erstmal Lazio Rom auf 5, wurden siebter, war keine allzu gute Saison. Sachi wurde entlassen, dann kam Tudor, war eigentlich richtig gut, wurde dann aber auch entlassen. Also eine ganz komische Saison, zwei Plätze Unterschied. Jahr war man noch souveräner Vizemeister dank starker Defensive und Hasari. Da wird es diese Saison, denke ich, schon ein bisschen schwerer. Die Konkurrenz hat sich nämlich gut verstärkt. Stimmt, man wurde ja Vizemeister in der Saison davor. Hatte ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm. Und man selbst hat mit Milinkovic Savic einen der wichtigsten Spieler verloren. Dennoch ist es nicht schlecht, was man dazugeholt hat mit Kamada, Gwendouzi, Isachsen, Castellanos und Rovella per Laie. So ja. wird man erneut um die Champions League mitspielen, aber nicht ganz so erfolgreich wie im Vorjahr. Auch weil man natürlich international in der Champions League auch dementsprechend Kräfte lassen wird. Aber ja, wir gehen weiter zu Platz. Ja, an sich ganz treffend war natürlich eine komische Saison für die, aber ich war in der Nähe, kann ich mit leben. Vier, der eben noch für die Champions League berechtigt. Auf Platz 4 habe ich tatsächlich Neapel. Im Vorjahresmeister sehe ich etwas schwächer wie letztes Jahr nach dem Abgang von Spalletti, dessen Nachfolger Ja, an sich erstmal richtig, aber sie waren halt deutlich schlechter. Rudi Garcia ein bisschen zu kritisch gesehen wird. Klar ist er wohl der schlechtere Trainer, aber mit Varazrelia und Ossiman sollte man dennoch in den Champions League-Plätzen bleiben, auch wenn der Abgang von Kim in der Innenverteidigung ein. Ja, aber ich würde es letztendlich nicht nur an den Trainerbesetzungen festmachen. Ja, die waren schlecht, aber da lief auch ansonsten im Verein nicht alles optimal, muss man sagen. Auch wenn ich von allen Trainern, die da waren, kein allzu großer Fan bin. Eine Lücke hinterlassen hat, die so qualitativ fast gar nicht ersetzt wurde. Auf Stimmt Kim hat auf jeden Fall gefehlt, auch wenn er bei Bayern nicht so stark war wie bei Neapel generell das ganze Team war nicht mehr so stark wie im Jahr zuvor und das Balletti nur Quaratzkelia konnte im Ansatz an seine Leistungen anknüpfen, Ansonsten war das von allen viel zu wenig und dementsprechend als Meister ein sehr enttäuschender Platz 10. Also das ist schon historisch schwach und hat so glaube ich kaum einer kommen sehen. Ich glaube, ich habe vor der Saison geschwankt, ob ich sie auf 4 oder 5 tippe, was ja an sich schon mal eine gute Einschätzung war, dass sie deutlich schwächer performen werden, aber dass es so schwach wird, habe ich nicht kommen sehen. Dementsprechend tatsächlich sechs Plätze Unterschied. Gut, jetzt fehlt noch die tatsächliche Top 3 wie in der Realität. Ich denke, den Meister hatte ich richtig, aber 2 und 3 habe ich wahrscheinlich vertauscht. Auf Platz 3 gehen wir nach Mailand und zwar in den roten ja. Teil der Stadt, nämlich zu AC Milan. Mit Tonali hat man das Herzchen. Gut, also Platz 2 oder 3 schenkt sich jetzt auch nicht allzu viel. Lange sah es auch so aus, dass Juve zweiter wird, Milan dritter, bzw. Air Bologna, aber am Ende hat das sich alles schon noch relativ klar so eingeordnet. An sich bin ich da aber ziemlich nah dran. Waren ja auch beide sehr weit entfernt vom ersten von Inter. Stück abgeben müssen aus finanziellen Gründen, dann aber dennoch sehr viel Geld ausgegeben für viele gute Spieler, wo man nicht allzu viel ausgegeben hat für die einzelnen Spieler, aber in der Summe war es dann doch ein gutes Sümmchen, sage ich jetzt mal. Unter anderem waren das Spieler wie Chukwese, Pulisic, Musa, Reinders, cheek Okafor und auch Jovic konnte man verpflichten. Ja, also die meisten davon waren ziemlich gut, gerade Reinders zum Beispiel, Pulisic war stabil, also man hat sich da schon ein gutes Niveau hinzugeholt, auch Loftus-Cheek hatte seine Momente, war schon in Ordnung für den Preis jeweils. Wenn Pioli sie in sein System integrieren kann, sollte man sich souveräner wie im Vorjahr für die Champions League, denke ich mal, qualifizieren, ich sage auf Platz 3, mal schauen was es am Ende wird, wir sind dann in ca. 10 Monaten, wenn es meine Reaktion auf dieses Video hier gibt. Ja. Die gibt es jetzt und das war auch der Fall, souverän für die Champions League qualifiziert, nicht mehr, nicht weniger auf den Punkt gebracht. Und jetzt kommt Juventus Turin, kann ich schon mal verraten, wenn ich mich nicht komplett irre. Vizemeister wird laut mir tatsächlich ein Team, das ich letztes Jahr sehr kritisch gesehen habe und das auch gar nicht mal so gut gefinisht hat, aber vor allem dank eines Punktabzugs und ihr ist natürlich, es handelt sich um Juventus Turin und ich denke, da wird man eine bessere Saison wie letztes Jahr spielen, wobei sie auch da ohne Punktabzug die Champions League-Plätze, wie gerade erwähnt, erreicht hätten. Durch den selbstgewollten Ausschluss aus der Conference League können sie sich nur auf die Liga konzentrieren und haben dadurch einen klaren Vorteil gegen alle Konkurrenten um die... Ja, das war natürlich sehr wichtig. Meisterschaft. Kadertechnisch ist nicht allzu viel passiert mit den Abgängen von Bonucci, Di Maria und Cuadrado, der von Timothy Rea ersetzt wird. Mit Trainer Allegri wird man spielerisch nur selten überzeugen, aber die trägt ja hundertprozentig gegen Siege einfahren, die es für Platz 2 benötigt. Und da ja, ist genau so eingetreten. Sie haben dann noch den Pokal gewonnen, Allegri wurde entlassen, aber alles in allem war es genau so, nur dass sie Dritter anstatt Zweiter wurden. Dann kommen wir zum Meister, und wer aufmerksam aufgepasst hat, weiß, dass noch ein Team aus Mailand fehlt. Dementsprechend natürlich Inter Mailand. Inter oh, Punktlandung, was eine Überraschung, aber ja, das war eigentlich schon so zu erwarten. Dass es so dominant war, war vielleicht etwas überraschend, aber dass sie es holen, damit konnte man schon rechnen. Das sehe ich recht klar vorne, auch wenn es natürlich knapp werden könnte. Aber seit. Oh, das sag ich sogar. Nee, also es wurde absolut nicht knapp mit am Ende 19 Punkten Vorsprung. Bei der Endphase der letzten Saison inklusive Champions League-Finale überzeugen sie sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch. Der Kader von Trainer Inzaghi wurde zwar ordentlich verändert auf Abgangs- wie Zugangsseite, aber die Kernspieler sind weiterhin da mit Bastoni, Giallanolo, Barella, Mikitarian und Lautaro Martinez. Und das waren auch so ziemlich die Leistungsträger der Saison. Wenn man welche hervorheben kann, dann waren es die. Vielleicht Mikitarian war da einer zu viel, aber die anderen vier waren es auf jeden Fall. Waren ja auch die, die in meinem Team der Saison drin waren die herum sich die Neuzugänge gut einfügen und um die Meisterschaft spielen werden und sie laut meiner Prognose auch gewinnen werden am Ende. Ob? Ja, ist eingetreten. Gut, jetzt muss ich noch alle Punkte zusammenrechnen. Vom Gefühl war es nicht so gut, auch wenn ich gegen Ende viele Teams ziemlich genau richtig hatte. Aber schauen wir mal. Somit komme ich am Ende bei einer Summe aller Differenzen von 50 raus. Was tatsächlich überraschend gut ist, glaube ich. Wir werden es gleich im Vergleich sehen. Das Ding ist halt, ich war eigentlich bei vielen Teams richtig, vor allem was die obere Tabellenhälfte anging, aber bei einzelnen halt extrem schwach, wie Neapel, wie Sassuolo vor allem, aber auch Salernitana und grundsätzlich im Abstiegskampf, wo es ja schon verdammt eng war in Realität, was die Plätze anging, weil die hatten alle so ziemlich genau gleich viele Punkte. Da lag ich bei allen. Einigen Teams halt ein bisschen zu weit weg, obwohl es viel knapper war, und da waren die Platzierungen halt so ein bisschen unglücklich aus meiner Sicht, weshalb eigentlich ein besseres Ergebnis drin gewesen wäre, weil die Tipps an sich schon ziemlich stabil waren, aber schauen wir mal auf den Vergleich. Und ja, 50 ist schon sehr gut, aber gerade wenn man bedenkt, dass mehr drin gewesen wäre, weil die Tipps an sich sogar noch besser waren, dann ist das natürlich ein bisschen schade. Aber ich kann damit auf jeden Fall leben, gerade wenn man das hier vergleicht. Tatsächlich fast genau gleich mit den anderen drei internationalen Top-Ligen. Auch eine leichte Verbesserung zum Vorjahr in der Serie A. Natürlich in der Bundesliga komplett reingeschissen, obwohl es da weniger Teams sind. Also das war schon sehr schwach. Aber gerade mit den internationalen Ligen bin ich sehr zufrieden. Keine Ahnung, was mit der Bundesliga passiert ist, aber gut. Jetzt kommen die neuen Prognosen dann für die Saison 24-25. Mal schauen, ob ich mich da nochmal verbessern kann und ob ich national mal ein bisschen besser abschneide. Das soweit die letzte Reaktion für die Saison 2324. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like oder Abo da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.